Vitamin K wurde für seine Rolle bei der Regulierung der Blutgerinnung bekannt. In der richtigen Form und Menge zugeführt, trägt es aber auch zur Knochengesundheit bei und ist unentbehrlich für das Herz-Kreislauf-System. Von den verschiedenen Arten von Vitamin K sind zwei für den menschlichen Körper nützlich. Das in pflanzlichen Lebensmitteln enthaltene Vitamin K1 reguliert die Blutgerinnung, hat aber auch zahlreiche weitere nützliche Eigenschaften. Die besten Quellen dafür sind Algen, Spinat, Salate und Brokkoli. Die andere Art von Vitamin K ist K2-MK4, das der Körper bei ausreichender K1-Zufuhr aus K1 herstellt und dem die positiven Wirkungen von Vitamin K auf Knochen- und Gefäßsystem zugeschrieben werden können. Gewebe haben ihr eigenes ideales Vitamin-K-Verhältnis. In ihnen kann sich K1 in K2 umwandeln, aber es gibt Gewebe, die nicht die ganze Menge umwandeln, weil sie explizit K1 bevorzugen. Dieses Verhältnis wird durch eine übermäßige K2-Zufuhr gekippt, da K2 nicht mehr wieder in K1 umgewandelt werden kann und aus dem Gewebe verdrängt wird. Aus K1 wird jedoch immer nur so viel in K2 umgewandelt, wie viel der Körper gerade benötigt. Durch die moderne industrielle Tierhaltung führt man dem Körper ein Vielfaches an K2 zu, gleichzeitig aber durch den geringeren Gemüseverzehr viel weniger Vitamin K1. Das weicht grundlegend davon ab, woran der Mensch sich evolutionstechnisch angepasst hat, obwohl es zur Erhaltung der Gesundheit wichtig wäre, auf das Verhältnis der K-Vitamine zu achten. Mit richtiger Ernährung oder gut ausgewählten Nahrungsergänzungsmitteln kann die Zufuhr des notwendigen Vitamin K1 sichergestellt werden, aus dem der Körper die benötigte Menge an nützlichem Vitamin K2-MK4 produzieren wird. Wenn es nicht durch bestimmte Medikamente gehemmt wird, ist dies nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien der mit Abstand effektivste Weg, den Spiegel von Vitamin K und seine positiven Wirkungen sicherzustellen.